Diese Nachricht hätten wir Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gern erspart. Unerwartet, für Familie und Freunde unbegreiflich, ist am gestrigen Tage der ehemalige Bürgermeister von Zwickau, Bernd Meyer, einem Herzinfarkt erlegen. Dieser Verlust macht betroffen. So auch uns, ganz persönlich. Über politische Grenzen hinweg erwarb er sich durch sein konsequentes, aber auch verbindendes Engagement für die Belange der Stadt in den 12 Jahren seiner Amtszeit Respekt und Anerkennung. Nicht die Finanzen des Haushaltes an sich, nein, die Visionen einer Stadt der Kultur und des Sports prägten ebenso seinen Stil wie die Sorge um die sozialen Belange der Bürger. Bernd Meyer hat als Glied der Stadtspitze dafür gesorgt, dass Zwickau an Attraktivität und Lebensqualität gewonnen hat. Diese Leistung müssen wohl selbst seine politischen Gegner anerkennen. Nicht nur den Protagonisten der Kultur und des Sports ist ein wertvoller Freund und Partner verloren gegangen. Auch wir von TV Westsachsen verneigen uns in Dankbarkeit vor einem der Redlichen in dieser Zeit. Was ich mir von der Stadt wünsche, dass vieles, was in den letzten Jahren an guten Ergebnissen, bei aller Kompliziertheit, jede Maßnahme oder jede Entscheidung ist ja nicht immer im Selbstlauf gekommen. Es war ja auch teilweise tatsächlich Auseinandersetzungen, Diskussionen notwendig, dass das in vielen Bereichen, insbesondere für Kinder und Jugendliche, erhalten bleibt. Dass wir auch weiter, auch in komplizierten Situationen, in der finanzielle Stabilität in dieser Stadt erhalten, wofür ich mich sehr eingesetzt habe, die es auch für die Perspektive ermöglicht, das, was sich die Menschen in dieser Stadt wünschen, auch umsetzen zu können. Den Zuschauern natürlich viele, viele Grüße. Ich muss einfach sagen, Ihr Sender war für mich immer ein persönlich guter Begleiter in den vielen Jahren. Und das, was Sie von Stadt und Ihren Menschen vermittelt haben, fand ich immer toll. Danke, gebe ich zurück.